Guten Morgen, ich bin Flo Preuß vom deutschen Freeski-Nationalteam und ich nehme euch heute mit einem Tag auf den Berg zum Training. Wir sind im Stubaital bei den Prime Park Sessions, sind quasi 4 Wochen zum Training hier und haben heute perfekte Bedingungen. Los geht's! Wir sind jetzt hier in der letzten Gondel auf dem Weg nach oben. Das sind meine Teamkollegen. Vincent Pfeile. Servus. Servus. Und der Jakob. Und es sieht aus, als hätten wir heute einen Traumtag. Es ist nicht zu windig. Und gleich schauen wir mal, wie es auf der anderen Seite aussieht. Genau wie wir es gesagt haben, es sieht nach einem perfekten Tag aus. Mache ich mich gleich schnell warm und dann kann es losgehen. Hier bei der Prime Park Session kommen Athleten aus der ganzen Welt zusammen, um einfach hier bei diesen perfekten Bedingungen zu trainieren. Und für mich ist es einfach so, dass das auch einer der Gründe ist, warum ich diesen Sport mache. Die Konkurrenz sind gleichzeitig Freunde und wir können das hier einen ganz normalen Trainingstag nennen. Ich bin jetzt gerade meine ersten Trainingssession durch, war ein richtig guter Morgen, viel gemacht und hab gerade schnell eine Kleinigkeit gegessen vom Buffet und jetzt gleich geht's weiter. Noch ein bisschen Style-Tricks machen, ein bisschen Spaß haben und das fühlt sich gar nicht an wie ein Trainingstag, das ist einfach das pure Vergnügen hier. I was so cold. It never said that it was easy. This feeling that I have won't leave me. It won't leave, no. Watch this space, but not this face. Ein langer Tag mit vielen Laps geht jetzt für mich zu Ende. War abartig geiler Tag. Ich habe den perfekten Tag ausgesucht, um euch meinen Sport zu zeigen. Jetzt gleich geht's runter. Dann heißt es ein bisschen Physio, bisschen Radeln, bisschen stretchen und blackrollen, damit ich morgen wieder fit bin, um genau das gleiche machen zu können. Time to go home! Wir sind vor einer halben Stunde circa vom Berg gekommen und jetzt gehen wir noch weiter in den Airpark, ein bisschen Trampolin springen und dann den nächsten Tricks feilen. Der Airpark ist quasi eine riesengroße Trampolinhalle mit Skate-Rampen und Trampolin, Parcours-Area, Airbags. Und hier können wir am Nachmittag immer noch ganz gut was trainieren, uns ein bisschen stretchen und bewegen. Und ich glaube, der Jakob hat heute noch ein bisschen was vor. Nachdem wir aus dem Airpark zurückgekommen sind, war ich noch eine Runde auf dem Radl und habe mich gestretched und war natürlich auch ein bisschen auf meiner Blackroll, so wie es in meinen Trainingsplänen von der Sportschule in Fürstenfeldbruck steht. Und ja, jetzt schaue ich mir noch ein paar Aufnahmen vom heutigen Tag an. Die bekommen wir jeden Abend zur Analyse in einen Dropbox-Ordner hochgeladen, was uns im Training super weiterhilft. Für mich ist es dann jetzt gleich auch Zeit, ins Bett zu gehen, denn
Morgen früh klingelt wieder um 6:30 der Wecker und das Ganze geht von vorne los. Und da will ich natürlich fit und ausgeschlafen sein, denn die Tage da oben sind ein Traum und die will man nicht verpassen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir einen Tag beim Training zuzuschauen. Und vielleicht sieht man sich ja irgendwo beim Skifahren in den Alpen. Ciao. Sticking to my guns, and there ain't no one to it. When the situation comes.